Guardians of the Galaxy gehört jetzt zu den beliebtesten Filmen im Marvel-Universum und der neue Film läuft aktuell sehr erfolgreich im Kino. Und da schauen wir jetzt gemeinsam mit Entertain TV und der Telekom nochmal genauer in der Spoiler-Ecke hin. Ist ja seltsam, von Achtern nähert sich uns eine komplette Sovereign-Flotte. Warum sollten sie das tun? Weil Rocket ein paar Batterien gestohlen hat. Alter! Richtig. Er hat natürlich keine gestohlen. Keine Ahnung, warum sie uns folgen. Welch ein Rätsel. Guardians of the Galaxy macht ja nicht nur bei Teil 1, sondern auch bei Teil 2 großartigen Spaß, was vor allen Dingen an dieser übersteigerten Selbstironie liegt. Und gleichzeitig ist diese Selbstironie übrigens dann aber auch ein klitzekleines Problem, denn wenn man sich nonstop auch selbst parodiert, kann eine Story selbst nicht ganz nachhaltig nachwirken. Ganz genau! Das heißt, unter anderem beschäftigen wir uns heute damit, was Vor-, aber eben auch Nachteile von Selbstironie sind. Oh, dass du so selbstlos bist, wäre mir glatt entgangen. Der Film selbst endet ja ziemlich emotional und auch die ganze Geschichte drumherum ist ja wirklich emotional definitiv aufgeladen. Ich meine, da ist jemand, der hat seine Mutter verloren, er wurde von einem Ziehvater großgezogen und kennt seinen Vater nicht und sucht den und findet den. Und aber allein, wenn man sich hier schon auch die Namen wiederum der Figuren anschaut, merkt man ja, okay, das ist zwar eine tragische Geschichte, aber so richtig ernst nehmen sie sich nicht. Ne? Peter Quill nennt sich ja selber Star-Lord. Da wissen wir ja auch, das ist jetzt nicht ganz so ernst gemeint, beziehungsweise eben dadurch, dass es so übertrieben ist, wird daraus eben dann auch wieder ein Späßchen. Und der Vater selber, das passt dann auch wieder zur Figur und was er irgendwie so vorhat, nennt sich Ego. Und da merkt man aber eben auch direkt, hier werden jetzt die Filmfiguren eben auch genau so gewählt, wie die Stimmung im Film sein soll, nämlich etwas übertrieben. Ich hoffe, ihr seid soweit. Die sind gleich hier. Ist das ein Gewehr? Weißt du nicht, wie Gewehre aussehen? Und so sehen wir, dass sogar Peter nachher seinen eigenen Vater bekämpft, weil er sonst das Universum eben nicht retten hätte können. Und stellt fest, und damit haben wir auch wieder so diese klassische Metamorphose eines Charakters, der am Ende schlauer ist als vorher, stellt er nämlich fest, dass er eigentlich eher die väterlichen Gefühle für seinen Ziehvater Yondu hat, der sich ja nachher dann auch selber opfert. Und das ist dann ja tatsächlich eine sehr emotionale Szene. Und da darf man auch definitiv das ein oder andere Tränchen verdrücken. Aber trotzdem dauert es, bis diese Szene wirklich funktioniert. Und das liegt eben daran, dass der Film vorher emotionale Szenen gar nicht ernst genommen hat. Das ist heftig. Es ist eben schwer, wenn die komplette Story und die einzelnen Figuren von Beginn an und nahezu in jeder einzelnen Szene ironisiert werden, dass es natürlich weitaus schwieriger ist, sich dort an die Figuren auch dran zu heften und immer wieder, wenn sie sagen, komm, ich habe eine ehrliche Emotion für dich, man sich traut, sie in den Arm zu nehmen und dann eigentlich doch wieder weggestoßen wird. Und da gibt es eben eine ganz entscheidende Schlüsselszene, die auch genau dieses Problem und gleichzeitig aber auch den Spaß des Films auf den Punkt bringt. In dieser Szene sehen wir nämlich Peter und seinen Vater Ego zusammen, wie sie durch ihre Kräfte diese magische Kugel bauen und sich hin und her werfen. Und genau da wird natürlich auch direkt so maßlos übertrieben. Das ist eben gleichzeitig eine Parodie auf diese typischen Vater-Sohn-Momente in speziellen und vor allen Dingen amerikanischen Filmen ist. Die Sache ist aber, dadurch, dass in dem Moment Peter ja eigentlich auch erst erfährt, was er kann, ist es für ihn prinzipiell durchaus ein emotionaler Moment. Ich meine, ne, er lernt seinen Vater kennen, er sieht so krass, ich kann ja eigentlich viel mehr, man hat mich ja eigentlich durchaus auch lange Zeit eher für einen Trottel gehalten. Und dadurch, dass diese Szene eigentlich emotional ist, aber gleichzeitig auch Parodie ist, ist es natürlich sehr witzig, sich das irgendwie anzuschauen, aber die wirkliche Emotion, die eigentlich diese Figuren auch antreibt, wird unterdrückt, weil man lieber darüber lachen soll, als für einen Moment etwas anderes zu fühlen. Ich erkenne in euch Furcht, Neid, Verrat. Und das ist dann auch der Grund, dass man mit Peter Quill, also mit der Figur, die Chris Pratt spielt, emotional nicht richtig connecten kann. Und das ist dann auch tatsächlich so sehr offensichtlich, als Yondu, seine Ziehvaterfigur, stirbt. Da war es bei mir um meine Emotionen erst geschehen,
als man gemerkt hat, okay, da kommen ganz viele andere aus der Galaxie, die in irgendeiner Art und Weise was mit ihm zu tun hatten, um Abschied zu nehmen. Dass aber Peter seine Vaterfigur verloren hat, das ist bei mir gar nicht angekommen. Eben weil ich die komplette emotionale Reise mit Peter Quill gar nicht erlebt habe, sondern darüber mehr gelacht als gefühlt habe. Und daran sehen wir eben, dass dieser Film wirklich richtig viel Laune macht. Es ist definitiv kein schlechter Film, macht mega Bock, aber er hält eben jetzt nicht wirklich nach. Und thematisch passt ja auch alles. Die Figuren sind eigentlich mehr so Rockstars. So egal was passiert, egal wie gefährlich es irgendwie ist, sie haben nie wirklich Angst um ihr Leben, immer irgendwie einen coolen Spruch auf den Lippen. Also das passt an dieser Stelle. Also alle haben gesagt, ihr werdet arrogante Arschgeigen. Aber das stimmt ja gar nicht. Alter! Was? Ich hab doch gezwinkert. Das sieht man auch wiederum an den ganzen Action-Szenen, denn die sind auch wie so ein Rockkonzert zusammengestellt. Alles ballert in irgendwelche Richtungen, total überladen, mit Rock'n'Roll-Musik auch noch unterlegt. Und hier wollen eben selbst die Nebenfiguren richtig cool sein. Und auch das macht man dann eben mit einem gewissen Hang zur Selbstironie. Ich meine, die Szene mit Taserface ist natürlich wahnsinnig witzig. Aber man merkt eben, in welche Richtung die Figuren wirklich ausnahmslos ausgeschrieben werden sollen. Guardians of the Galaxy ist damit eigentlich ein Universum voller Selbstdarsteller. Und so passt es auch, dass der Bösewicht selber Ego heißt und es wirklich einfach nur um ihn geht. Und spätestens eigentlich, als dieser Name das erste Mal gefallen ist, hätte man fast schon merken müssen, Moment mal, die Geschichte mit dem Vater, der Ego heißt, das kann tatsächlich nicht gut ausgehen. Wir retten also schon wieder die Galaxie. Ja. Der Hammer! Als zweifache Galaxieretter können wir unsere Preise richtig schön hochschrauben. Ja! Und daran sehen wir eben, dass auch alle Figuren mehr so Selbstdarsteller sind. Sie bekämpfen ihr eigenes Ego die ganze Zeit, weil hier eben Coolness auch wichtiger ist als wahre Gefühle. Und das merken wir vor allen Dingen in der Szene, beziehungsweise in den Szenen und in der Thematik, dass Peter eigentlich weitaus mehr für Gamora empfindet. Und auch darüber darf nicht gesprochen werden. Das ist auf der einen Seite natürlich total witzig und alle wollen irgendwie cool sein. Aber auch genau in diesen Momenten kann halt nicht wirklich etwas entstehen. Und so ist es dann eben auch gegen Ende, wenn sie sich in den Arm nehmen, eher wieder so, ja, das machen sie jetzt, aber irgendwie bleiben sie cool. Man kommt also nie wirklich so richtig tief zu den Figuren hinein. Denn die eigenen Egos stehen sich hier bei Gefühlen auch ein wenig im Weg. Dennoch, Guardians of the Galaxy ist ein ziemlich clever und spaßig konstruiertes Superhelden-Universum. Und man kann sich dann eben offenbar, jedenfalls so wie es hier konstruiert ist, nur dafür entscheiden, haben wir die ganze Zeit einfach nur den Überspaß unseres Lebens oder wollen wir auch Figuren in irgendeiner Art und Weise ernst nehmen, denn hier werden leider die Gefühle durch die ganze Selbstironie etwas erdrückt. Und das finde ich am Ende des Tages ein bisschen schade. Dennoch hatte ich eine gute Zeit im Kino, denn Lachen ist durchaus auch eine ganz okaye Angelegenheit. Wie ist es euch ergangen, als ihr Guardians of the Galaxy Volume 2 im Kino geschaut habt? Könnt ihr meine Ansicht ein bisschen verstehen? Seht ihr das ganz anders oder vielleicht sogar noch krasser? Lasst darüber gerne in den Kommentaren diskutieren. Richtig. Wer den Vergleich nochmal sehen möchte, wie war eigentlich Guardians of the Galaxy 1 und Guardians of the Galaxy 2, kann ich nur empfehlen. Schaut euch den ersten Teil auf jeden Fall auf Entertain TV an. Aktuell herrscht auf jeden Fall noch Home-Entertainment-Wetter für die Couch oder ihr interessiert euch für ein anderes Video. Wir haben nämlich auch gemeinsam mit der Telekom uns alle Alien-Filme einmal angeschaut. Jetzt kommt ja bald auch da ein neuer Film. Checkt das Video mal aus. Alle Alien-Filme in 15 Minuten erklärt oder die letzte Spoiler-Ecke. Verlinken wir euch und dann sehen wir uns bald wieder hier in der Film-Lounge. In diesem Sinne, macht es gut und adieu. Ich bin dein Dad, Peter.